Das mache ich so auf meinem Kanal Minecraft und ja, lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr Pixelwolf echt mögt. So ein Scheiß. Wenn ihr jetzt das Prä-Intro seht, darf ich euch präsentieren das mit Abstand dümmste Video auf meinem ganzen Kanal. Bitteschön! Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem besten Spiel der Welt. Und ja, gut, wer kennt das nicht? Die letzte Folge Facebook, das war so ein kleiner Fehler. Ja gut, ich meine, das war's. Aber ja, jetzt hat Facebook auf jeden Fall ein Update bekommen. Das letzte Video war natürlich nicht ganz so cool, weil da irgendwie nach 4 Minuten ganz, wie soll ich sagen, blöderweise dann irgendwie, ja, die Aufnahme ein bisschen verkackt worden ist meinerseits. Und Freunde, ich hoffe, ihr könnt mir das irgendwie, naja, also ich will jetzt nicht sagen, verzeihen, aber ja, wie gesagt, die letzte Folge Facebook war ein bisschen abgefuckt, weil es da dann diverse Probleme gab meinerseits. Und ich, da mit der Facecam und mit dem Programm, also das hat dann einfach nach 4 Minuten aufgehört, das Video, und das wollte ich natürlich nicht, weil das war keine Absicht. Und ich wollte jetzt unbedingt noch ein Part machen, wo ich dann aber 10 Minuten damit spiele, ohne dass das Video dann aufhört, weil ihr die besten Szenen dann im Video verpasst habt. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, das, deshalb, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Facebook, meine Freunde. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Facebook. Ich kann einfach nicht, ohne hier irgendwelche Grimassen zu machen. Kann ich einfach nicht aufhören. Deshalb freue ich mich auf jeden Fall schon auf die neue Folge von Facebook jetzt. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Ja, fangen wir doch mal an und suchen uns erstmal einen neuen Avatar aus. Hier, den Kerl kennen wir ja schon bereits. Es gab ein kleines Update. Und zum Beispiel haben wir doch die Lady Catherine, und die hat auf jeden Fall echt ziemlich krasse Augen, aber auch, ich meine, vielleicht kennen wir uns noch gar nicht so lange, aber ich, naja, also ich bin die Lady Catherine, und ja, wenn du willst, können wir uns einmal zusammen irgendwo treffen für ein kleines romantisches Date oder so, was ich meine. Ein Date wäre schon cool. Ich meine, wer will nicht gerne ein Date mit Lady Catherine? Das ist doch behindert. Wir können ja mal einen anderen Hintergrund machen, zwar diesen dunklen Korridor. Und jetzt versuchen wir das Ganze ein bisschen seriöser, und zwar mit dieser wunderschönen Katze. Ja, ich meine, ich bin die Grumpy Cat, und ihr kennt mich nicht, ich bin die Grumpy Cat, aber irgendwie will die Grumpy Cat nicht ganz anschlagen, weil, komm schon, Grumpy Cat, komm schon, Grumpy Cat, komm schon, Grumpy Cat, komm schon, komm schon, Grumpy Cat. Okay, die Grumpy Cat will scheinbar nicht anschlagen, dann müssen wir uns wohl für jemand anders entscheiden. Wir können mal gucken, wen wir noch haben. Zum Beispiel habe ich letztes Mal gar nicht gezeigt den Lava-Baron. Und ja, dann machen wir direkt mal einen anderen Hintergrund hier. Und zwar den leeren Parkplatz, ja. Und es wird jetzt so ein kleines Vorstellungsvideo. Ich möchte jetzt den Lava-Baron euch vorstellen, der sich jetzt mal auf einer Single-Börse bewirbt. Und zwar brauche ich jetzt hier ganz was das richtige Setting. Wunderbar, perfekt, okay. Ja, hey Leute, ich bin der sogenannte Lava-Baron. Und ja, ich bin jetzt das erste Mal bei so einer Sache dabei. Also, ich bin 43, und mein Hobby oder beziehungsweise mein Beruf ist das Unterjochen der Menschheit. Also ich bin wirklich vom Beruf quasi, ja, wie soll ich sagen? Es soll jetzt nicht abschreckend wirken, aber ich bin eigentlich ein ganz netter Kerl. Und ja gut, die 3, 4 Menschen, die da in der Woche mal durch mich draufgehen, ist alles halb so wild. Ja, jedenfalls ist mein Ziel quasi, die Menschheit zu unterjochen. Und ich suche dann noch die perfekte Braut, die quasi mit mir versucht, den Planeten Erde zu erobern. Und ja, ihr seht vielleicht, ich bin ein bisschen schüchtern. Und also, ja, ich bin auf jeden Fall sehr interessiert an persönlichen Kontakten von verschiedenen Frauen. Meine Zunge macht sich hier wieder selbstständig übrigens, und
Ja, Freunde, ich, wie gesagt, ich bin 43, wohne hier in Bad Stolz-Ufflin und suche eine Freundin. Und es wäre ganz schön, wenn sich einer aus dem Umkreis vielleicht meldet. Vielleicht hat ja jemand Lust auf mich. Wie gesagt, mein Kürzel, mein Chiffre ist Lava Bob for Life. Und ja, wenn ihr Lust habt, meldet euch bei mir. Das war's von einem Lava-Baron. Oh. Spaß mal gerade. Bis später, tolle Freunde. So, das war der Lava-Baron. Wir können ja mal gucken, wen wir noch haben. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, gar nicht Moon Moon. Ich meine, es ist ja. Das ist ja. Pixel Vive? Bist du nicht. Ich meine, kennst du nicht Minecraft? Pixel Vive, Minecraft? Minecraft von Pixel Vive? Kennst du nicht? Kennst du nicht Minecraft oder was, ey? Oh Gott, ich. Minecraft, ich muss hier meine Facecam richtig aus. So, meine Freunde, Minecraft, ich meine, oh Gott. Minecraft, ich mache verschiedene Minecraft-Videos auf meinem Kanal. Zum Beispiel Let's Plays von Bedwar und ja, verschiedene Sachen. Ich meine, ich bin ja auch Pixelwolf. Wenn das jemand sieht. Ich habe Pixelwolf hier und ja, in der Pixelwolf und irgendwie hier der Pixelwolf auf jeden Fall. Also ich mache auch auf meinem Kanal verschiedene Let's Plays von Minecraft und auch Sims möchte ich machen, ja, Sims 3, falls ihr das kennt. Sims 3, vielleicht sagt euch das was, ja. Und ja, das mache ich so auf meinem Kanal, Minecraft und ja, lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr Pixelwolf echt mögt. So ein Scheiß. Ja, dann haben wir noch den Fluffo mit den Full Six. Der kann man nämlich hier sehen. Wenn ich jetzt mal Kopf schüttel, sieht man das vielleicht, dass ich meine wunderschönen Haare hier im Wind wehen. Wir können nochmal durchgucken, wen wir hier noch haben. Zum Beispiel die gute Damn Sarah und ich bin von Beruf eine Domina und ich suche quasi so einen kleinen süßen Lava-Baron, ich weiß ja nicht. Also ich bin quasi von Beruf Eiskönigin, ja, vielleicht sagt man das hier nochmal. Hier, schönen Gruß an der Wife HD. Ja, ich, hier nochmal Gruß an der Wife HD. Ich bin's, die Eiskönigin. Ja, ich suche so einen Lava-Baron, wenn da jemand sich vielleicht interessieren würde, dann wäre das ganz schön. Ich lag an. Ja, jedenfalls, gerade ganz kurz die Synapsen ein bisschen ausgesetzt. Weil Gott, ich habe mit diesem Programm so viel Spaß. Ich kann mich ja wirklich. Ich bin dort und ich, ich gucke gerne Videos auf YouTube und schreibe auch gerne böse Kommentare. Schreibt ihr auch gerne böse Kommentare? Wenn ja, dann lasst mal ein Like da. Ich bin Little Brad Dance. Ja. Aber ich sauber mich hier selber komplett voll. Können wir mal in den Park gehen hier mit dem lieben Dodge. Wen haben wir denn hier noch? Wir haben zum Beispiel noch Commander Hunter und ich bin leidenschaftlicher Jazzsänger. Oh, und ich suche. Ich bin schlecht gelaunt. Ich bin wirklich schlecht gelaunt, meine Freunde. Das geht so nicht weiter. Ich suche seit Jahren suche diesen einen Typen, den ich damals in der Bar getroffen habe, wisst ihr? Und ich finde ihn einfach nicht. Das war Liebe auf den ersten Blick. Ihr könnt das einfach nicht. Es war einfach hart. Es war hart für mich. Ich habe einiges durchmachen müssen. Ihr wisst das vielleicht, ich war im Krieg und habe diesen süßen Boy da in der Bar kennengelernt und das war wirklich Männerliebe auf den ersten Blick, Freunde, ja, also es war schon hart, ja. Sein Name ist Felix Hardy, ich weiß nicht, wir haben uns auch geküsst und er war auf jeden Fall der Passive, weil er eine echt richtige Schwuchtel ist. Oh, ja, Felix Hardy, oh. Dann haben wir noch Meiji, den hatten wir eben schon. Fuxes. Ich bin obdachlos und wohne jetzt hier schon seit 3-4 Jahren in diesem Park, ja. Und ja, mein Hobby sind es quasi, also ich lebe von Pfandflaschen, ja. Und wenn ich immer so eine Pfandflasche finde, bin ich echt immer ganz froh,
wenn da noch was drin ist, weil ich mag Bier. Ich mag unheimlich. Gib mir unheimlich gern mag ich Bier. Ich mag Bier. Ja, Bier. Ja, jedenfalls. Jedenfalls sagen viele Leute, ich hätte ein Alkoholproblem. Kann ich jetzt so nicht bestätigen, ja, weil ich da auch jetzt gar nicht so. Ja, gut. Jedenfalls. Ja, Alkohol ist auf jeden Fall so eine Sache, die mein Leben auf jeden Fall bereichert. Oh, ich hab auch ein Bier. Was weiß ich? Da weiß ich gar nicht, was soll ich jetzt da vors Prämen durchschneiden? Dieser glasige Blick von diesem Typen. Ja, zwischendurch nehme ich dann nochmal Crystal Meth mit meinen Freunden. Ja, das kriegen wir von Manuel von Pokus Habens, ja. Crystal Meth ist. Wahnsinn, echt geil. Wen haben wir noch? Lord Burger, meine Damen und Herren. Ich meine, ich bin Lord Burger. Und ihr kennt mich, Lord Burger. Ich bin wirklich extrem schlecht gelaunt, meine Freunde. Extrem schlecht gelaunt. Ja. Jedenfalls, Lord Burger. Mit Lord Burger macht man keinen Spaß, Freunde, ja? Ich sag euch das nur einmal. Lord Burger ist jemand, dem man vertraut. Dem man Respekt zollt. Dem man zeigt, dass man jemanden vor sich hat mit einer Autoritätsperson, Freunde. Ja, weil Lord Burger, mit dem macht man keinen Spaß. Oh nein. Ich merke gerade leider, dass die Facecam nicht so ganz anschlägt, wie sie sein sollte. Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf die gute Katie zurück. Hey, ich bin's, die Katie, und ich habe so einen Beauty-Kanal auf YouTube, vielleicht kennt ihr den ja. Ich mache da verschiedene Sachen drauf, zum Beispiel meine Herbstfavoriten kommen jetzt bald und was mache ich auch noch gerne? Ich mache gerne vegane Gerichte. Vegane Gerichte, ja, die Katie und mein Freund der Simon ist nämlich auch da, den kann ich jetzt mal ganz kurz zeigen. Hier ist nämlich der Simon und jo, moin, Leute. Das ist eigentlich ist überhaupt kein Simon, das ist eigentlich richtig behindert. Jedenfalls, wir haben noch Methode Schaden. Ich kann Blasi 2 Euro mit Penis in Mund. Blasi 5 Euro mit Penis in Arsch. Alles umsonst. Blasi mache ich gut. Ja, mache ich Blasi. Mache ich Blasi, ja. Blasi, lecker. Penis, ja. Lecker. Penis. Ich hatte gehofft, dass es ein paar neue dabei gibt. Leider ist das nicht der Fall. Wir haben noch die gute Alvia und ich bin auf jeden Fall eigentlich ein Mann, das weiß leider keiner, denn normalerweise, also ich lebe hier im Wald. Ich lebe im Wald. Das ist alles, was ich erzählen kann. Und ja, ich wohne hier im Wald und verkleide mich gerne als Frau, weil ich gerne Schwänze in der Hölle lutsche. Was ist das für eine Scheiße? Oh! Das war das bis. Freunde! Wenn ihr jetzt das Prä-Intro seht, darf ich euch präsentieren das mit Abstand dümmste Video auf meinem ganzen Kanal. Bitteschön! Ich würde sagen, I'm so fucking wasted, meine Freunde. Das war's von diesem Part vom guten Face-Rig-Simulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ich habe es auf jeden Fall gefeiert und freue mich auf jeden Fall, sobald neue Charaktere dazukommen. Mache ich gerne noch einen Part. Wenn ihr noch einen Part haben wollt, wenn neue Charaktere dabei sind, lasst einen Daumen hoch da und denkt dran, Jungs, steil bleiben. Haut rein, ciao.